Bei bestem Wanderwetter landet ein Hubschrauber der Firma Knaus auf dem Spielberg. Hier mit bestem Blick auf die Leoganger Steinberge entsteht die größte Seilrutsche im deutschsprachigen Raum. Flying Fox nennen das die Leoganger Bergbahnen, die das 600.000 Euro Projekt gemeinsam mit der Erlebnisgeschenkfirma Jochen Schweizer umsetzen. Heute wird hier per Hubschrauber jenes Seil gespannt, an dem in Zukunft Passagiere mit bis zu 130 km/h über das Schwarz-Leo-Tal rasen werden. Ich werde jetzt ein Kevlar-Seil aufnehmen, dies dann an den Zielpunkt bzw. an den Startpunkt, besser gesagt vom Zielpunkt an den Startpunkt fliegen. Es ist insgesamt 1,6 Kilometer lang. Auf der Mittelstation bei der Stöckelalm ist dann der Start, das wird dann fixiert und dann werden noch zweimal neue Seile eingezogen, damit dann auf das Originalseil, das ja im Gesamten ein Gewicht von rund 5 Tonnen aufweist, dann eben gespannt werden kann. Letzte Besprechung mit den Leuten von Aerofan. Die französische Firma hat schon in Kanada, Brasilien oder Marokko solche Seilrutschen gebaut. Jetzt setzt Aerofan ein solches Projekt erstmals im deutschsprachigen Raum um. Zur Routine wird so etwas nie. It's dangerous because we don't have any pylon. Es ist problematisch, weil wir zwischendrin keine Stütze haben. Es gibt nur eine am Anfang und eine am Schluss. Wir müssen das Seil ohne Stütze abwickeln. So we need to unroll the rope without anything between the start and the bottom. Bei einem ersten Flug bringt der Hubschrauber einen Einweiser auf die Stöckelalm. Hier bei der Bergstation der Asitz-Kabinenbahn auf 1300 Metern Höhe wird in Zukunft der Startpunkt der überdimensionalen Seilrutsche sein. Die Mitarbeiter der französischen Firma warten bereits auf den Hubschrauber. Nur langsam arbeitet sich der Helikopter die 300 Höhenmeter nach oben. Schneller kann die Seilwinde das Zugseil nicht abwickeln. Von oben gibt es immer wieder per Funk Anweisungen an den Piloten. Nach rund 10 Minuten steht der Hubschrauber in der Luft über der Alm. Die Mitarbeiter der französischen Firma nehmen das Kabel in Empfang und bringen es an der Verankerung fest. Auf einer Länge von 1600 Metern ist das Seil jetzt über das Schwarz-Leo-Tal gespannt. Die ersten Wagemutigen können um 79 Euro ab Anfang Juni diese Strecke überwinden.